Momonkan, Fall Nummer 35. Gozo sagte zu seinen Mönchen, Sejos Seele hat sich von ihrem Sein getrennt. Welches ist die wahre Sejo? Mummons Kommentar. Wenn du die Wirklichkeit erkennst, siehst du, dass wir ständig unsere Höhlen wechseln, wie Reisende, die jede Nacht woanders bleiben. Aber wenn du das nicht erkennst, rate ich dir ernsthaft, nicht planlos umherzuirren. Wenn Erde, Wasser, Feuer und Luft plötzlich getrennt sind, wirst du wie eine Krabbe mit ihren 7 oder 8 Armen und Beinen im kochenden Wasser herumstrampeln. Wenn das passiert, sage nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Mummons Gedicht. Der Mond über den Wolken ist immer der gleiche. Täler und Berge sind voneinander getrennt. Alle sind gesegnet. Alle sind gesegnet. Sind sie nun eins oder sind sie nun zwei? In diesem Koan geht es um eine berühmte Gespenstergeschichte aus dem alten China. Und ich werde euch mal kurz vorlesen, was ungefähr der Hintergrund dieser Geschichte von der Seijo ist. Die Geschichte von Seijos zwei Seelen stammt aus einem chinesischen Buch mit Geistergeschichten. Seijo war als Baby mit ihrem Cousin Ochu verlobt worden. Als sie aufgewachsen war, wollte ihr Vater sie trotzdem einem anderen jungen Mann verheiraten. Aufgebracht verließ Ochu das Zuhause und fuhr mit dem Boot den Yangtze-Fluss hinauf. Um Mitternacht rannte jemand am Ufer entlang und rief eindringlich Ochus Namen. Es war Seijo. Sie reisten dann gemeinsam in die Ferne, lebten dort zusammen und hatten 2 Kinder. Nach 5 Jahren bekamen sie Heimweh und wollten ihre Eltern wiedersehen. Also entschlossen sie sich, ihren Geburtsort wieder zu besuchen. Als sie den Fluss heruntergekommen waren, ließ Ochu Seijo im Boot zurück und ging allein zu ihrem Vater, um sich für ihr gemeinsames Fortlaufen zu entschuldigen. Aber zu seiner großen Verblüffung wurde ihm erzählt, Seijo hätte seit der Zeit, als er von zu Hause weggelaufen war, bewusstlos im Bett gelegen. Da gab es nun 2 Seijos, eine im Boot und eine andere krank im Bett. Aber als die Seijo aus dem Boot in das Haus kam, stieg die andere gleichzeitig aus ihrem Bett. Sie trafen sich an der Treppe und verschmolzen zu einer Seijo. Das ist der Hintergrund zu diesem Koan. Und Gozo fragt nun seine Mönche, welches ist die wahre Seijo? Dieses Koan oder diese Geistergeschichte hat natürlich wie alle Koans einen engen Bezug
zu unseren ganz persönlichen Problemen. Wir haben auch häufig das Gefühl, getrennt zu sein. Wir haben auch häufig das Gefühl, dass zwei Seelen in unserer Brust schlagen. Manchmal haben wir das Gefühl, unser wahres Selbst verloren zu haben, nicht mehr zu kennen. Wir sind auf der Suche nach unserem großen Selbst, und zwar dann in der Form eines kleinen Ego, eines kleinen Selbst. Wir sind auf der Suche nach unserer Buddha-Natur, weil wir uns mit unserer verblendeten Natur identifizieren. Wir haben das Gefühl, getrennt zu sein, nicht eins zu sein. Wir sind auf der Suche nach unserem wahren Ich. Wir wissen manchmal sogar nicht mehr, wer wir selber eigentlich sind. Das ist ein sehr trauriger Zustand. Und dann machen wir uns auf den Weg, um dieses wahre Selbst, um unser eigentliches Ich wiederzufinden. Wir wollen dieses Gefühl der Trennung überwinden, dieses Gefühl, etwas verloren zu haben, was wir einmal gekannt haben. Wir machen uns auf die Suche, um das Gefühl der Unzufriedenheit zu überwinden. Und wenn wir dann in Sternstunden das Gefühl haben, ja, jetzt habe ich mein wahres Selbst erkannt, wenn wir sozusagen zu Hause angekommen sind, dann erkennen wir, dass wir dieses Zuhause eigentlich nie verlassen haben. Dass, anders gesprochen, Sucher und Gesuchtes eins sind. Und dass diese Zeiten des Verlorenseins, des Getrenntseins, des Nichtwissens, nicht wissen, wer wir sind, dass die genauso zu uns gehören, wie das Gefühl, angekommen zu sein, das Gefühl, zu Hause zu sein. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und die eine Seite mögen wir gerne, die genießen wir. Da sind wir glücklich, und die andere Seite mögen wir nicht. Da sind wir unglücklich und leiden und möchten diese Seite beseitigen. Wir möchten das Leiden von uns trennen, von uns abspalten, wegmachen. Günstig ist es zu erkennen, dass die beiden Sachen, diese beiden Seiten der Medaille zu uns gehören. Dieses Gefühl der Trennung, getrennt zu sein von der Welt, getrennt zu sein von anderen Wesen, von anderen Menschen, und das Gefühl der Einheit. Zusammenzugehören.
Wir leben gleichzeitig in zwei Wirklichkeiten. Wenn wir nur eine Seite wahrhaben wollen, dann werden wir der Gesamtheit der Wirklichkeit nicht gerecht. Und dann wollen wir uns eigentlich auch nur aus der Wirklichkeit verpieseln. Der Buddha hat nicht nur den Weg aus dem Leiden heraus gelehrt, sondern er hat auch gelehrt, dass das Leben Leiden ist. Und dieses Leiden gehört zum Leben dazu. Wenn wir geboren werden, nehmen wir damit das Leiden auf uns in vielfältiger Form. Und wenn wir jemals einen Weg erfolgreich betreten wollen, der dieses Leiden beendet, dann müssen wir zuerst einmal dieses Leiden akzeptieren. Wir müssen es anerkennen, dass es so ist, dass wir häufig unzufrieden sind. Und dann machen wir sozusagen dieses Leiden zu unserem Weg. Wir nehmen dieses Leiden bewusst auf uns. Wir erkennen es bewusst an und akzeptieren es, dass es so ist. Und genau damit bekommen wir den Schlüssel in die Hand, wie wir dieses Leiden auch überwinden können, indem wir dieses Leiden zum Weg der Befreiung machen. Nur wenn wir unser eigenes Leiden akzeptieren, wenn wir es annehmen, so wie es ist, und das ist keine besondere schwierige Aufgabe, weil dieses Leiden sowieso da ist, wir müssen einfach nur aufhören, die Augen davor zu verschließen, es nicht mehr wahrhaben zu wollen. Wir müssen einfach nur aufhören, davor weglaufen zu wollen. Natürlich kann man manchmal davor weglaufen und es gibt einige Mittel und Wege, da kann man das auch zeitweilig machen oder so. Jeder, der sich gern mal eine Buddel Wein in den Kopf knallt, der weiß, dass das auch eine Zeit lang funktioniert, aber das Leiden ist hinterher wieder da. Und irgendwann ist das keine endgültige Lösung mehr. Man kann viele Mittel dazu benutzen, um diesem Leiden zu entfliehen. Aber das Leiden ist da. Und die schnellste Möglichkeit, damit fertig zu werden, ist, dieses Leiden zu akzeptieren, es anzunehmen. Und wenn wir das eigene Leiden annehmen können, dann können wir Mitgefühl entwickeln für alle anderen Wesen, die auch leiden. Und dann können wir uns einsetzen für andere Wesen. Wir können meinetwegen anderen helfen oder ihnen einfach auch nur beistehen in ihrem Leiden oder ihnen vielleicht einfach nur das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind. Dann brauchen wir auch vor dem Leiden der anderen nicht mehr wegzulaufen. Wie auch immer, der Anfang ist, dass wir selber akzeptieren
uns selber akzeptieren, mit unseren ganzen Facetten. Dieses Koan von Seijos getrennter Seele gehört zu den schwierigen Koans aus dem Momonkan. Das ist ein Nanto-Koan, ein Koan der fünften Kategorie, die schwierig zu durchschreiten sind. Und zwar deswegen, weil wir in diesem Koan das Denken zum Schweigen bringen müssen. Und das ist eine schwierige Aktion, wie viele von uns wissen. Dieses Koan kann man nur lösen, wenn man Einheit erfährt. Und Einheit ist nur zu erfahren, wenn das Denken zumindest einen Augenblick mal schweigt. Wie man dieses Denken zum Schweigen bringt, ist eine sehr komplizierte Sache. Da kann man keine allgemeingültigen Anweisungen für geben. Da würde man nur mehr Verwirrung anrichten. Tue ich sowieso schon mit jedem Teshu, das ich halte. Aber wie gesagt, versuch das mal, das Denken zum Schweigen zu bringen. Ist manchmal eine sehr spaßige Sache. Und es ist notwendig, um Nanto-Koans zu lösen. Euseidan hat einen sehr nützlichen Ratschlag gegeben. Vielleicht funktioniert der für den einen oder den anderen. Denke das Denken des Nichtdenkens. Wenn wir aufhören zu denken, dann hören wir auch auf, uns zu identifizieren. Dann hören wir auf, wie ich das gestern schon sagte, uns mit unseren eigenen Vorstellungen zu identifizieren, mit den Gedankenkonstruktionen, die wir von uns selber gemacht haben, Dieses selbstentwickelte Gehirngespinst hört dann auf. Und dann kann Einheit erlebt werden. Und dann können wir uns auf den ständigen Wechsel der Wirklichkeit einlassen. Die Wirklichkeit ist jeden Augenblick neu und frisch und interessant. Jeder Atemzug ist einmalig. Wir haben noch nie einen Atemzug zweimal gemacht. Mal ganz abgesehen davon, wie viele verschiedene Teile so ein Atemzug selber in sich hat. Das ist sehr interessant, das mal zu untersuchen, zu beobachten. Das Atmen kann die spannendste Sache der Welt sein, wenn wir uns wirklich darauf einlassen. Mummon sagt in seinem Kommentar zu dem Koan: Wenn Erde, Wasser, Feuer und Luft plötzlich getrennt sind, wirst du wie eine Krabbe mit ihren 7 oder 8 Armen und Beinen in kochendem Wasser herumstrampeln. Wenn das passiert, sage nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Wir werden diesem Moment nicht entgehen können, wo sich das Gehirngespinst Ich auflöst. Dieser Zeitpunkt wird spätestens in unserem Todesmoment da sein. Wenn wir dann noch versuchen, uns an dieses Gehirngespinst zu klammern und es nicht loslassen wollen, weil wir glauben, dass wir das sind, dann kann der Tod ein schmerzhafter Prozess sein. Schmerzen können mit dazugehören zum Sterben.
Aber die haben wir sowieso beim Sitzen. Das ist nicht das größte Problem. Aber dieses geistige Anhaften, die es nicht loslassen können, das ist ein großes Problem. Und wenn wir in dem Moment das Loslassen noch nicht gelernt haben, dann haben wir es schwierig. Dann sind wir wie eine Krabbe, die im Wasser, in dem kochenden Wasser strampelt und versucht zu kämpfen, dagegen anzukämpfen. Dann bringen wir uns um eine großartige Möglichkeit, nämlich um die Möglichkeit, das Sterben zu genießen. Wir können dieses Loslassen üben. Wir können dieses Loslassen im Zen üben, indem wir versuchen, den großen Tod zu sterben. Indem wir unser Ich loslassen oder einfacher gesagt, indem wir unsere Gedanken loslassen. Nichts anderes sollte im Doksan-Raum passieren. Wir bereiten uns hier im Sitzen darauf vor, in den Doksan-Raum reinzugehen und dort wirklich wie ein leeres Stück Blatt Papier zu sein. Vollkommen leer. Über nichts mehr nachdenken. Keine Konzepte mehr im Kopf zu haben. Keine Vorstellung, was da passieren könnte. Keine Absicht. Gar nichts mehr. Vollkommen gedankenlos im Doksan-Raum zu sein. Das ist das Ziel. Wenn wir das geübt haben, zu Anfang braucht man ziemliche Anstrengung dazu, aber irgendwann wird es immer leichter. Dann hat man den Dreh sozusagen raus, wie man das Denken abschneidet. Paff, hier und jetzt aufhören zu denken. Dann wird es leichter. Dann kann man das immer häufiger wiederholen. Und dann klammert man sich nicht mehr so sehr ans Denken, klammert sich dadurch auch nicht mehr ans Ich, weil das Ich größtenteils aus Denken besteht. Auch noch aus einigen oder vielen Gefühlsanteilen, aber mit denen kann man auch fertig werden, wenn man sich nicht zu sehr mit seinen Gefühlen identifiziert, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass Gefühle kommen und gehen. Die bleiben nicht. Wenn wir uns mit Gefühlen identifizieren, ist es meistens so, dass wir uns mit Glücksgefühlen identifizieren. Es gibt nicht so viele, die sich mit ihren negativen Gefühlen identifizieren, obwohl das auch vorkommt. Auf jeden Fall wollen wir diese glücklichen Gefühle halten und das geht nicht, weil die kommen und gehen genauso wie die traurigen Gefühle. Wenn wir uns damit nicht zu sehr identifizieren, dann können wir die auch einfach loslassen. Dann ist es auch egal, mit was für einem Gefühl wir in den Doksan-Raum reingehen. Ob wir eine panische Angst haben oder ob wir aufgeregt sind oder einfach traurig oder glücklich oder erwartungsvoll oder gespannt, wie auch immer. Das ist egal. Einfach reingehen. Deswegen ist es auch wichtig, so häufig wie möglich zum Doksan zu gehen und nicht nur in den Doksan-Raum zu gehen, weil man in einer bestimmten Stimmung ist oder wenn man meint, eine bestimmte Erkenntnis zu haben oder ein Koan gelöst zu haben. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, immer wieder reingehen, nicht locker lassen. Das ist auch Gleichmut, gleicher Mut in jeder Situation. Egal wie es mir geht. Dadurch lösen wir uns auch von unseren Verhaftungen, von unseren Identifikationen, von unseren Anhaftungen, indem wir nicht mehr so sehr nach unserer Gefühlslage agieren, sondern indem wir uns wirklich auf die Aufgabe einlassen. Und die letzte Aufgabe oder die eigentliche Aufgabe, auf die wir uns einlassen müssen, ist die Wirklichkeit.
das Hier und Jetzt, darauf immer wieder einlassen, in jedem Augenblick. Und je mehr wir das können, je mehr wir die Bereitschaft haben, den großen Tod zu sterben, je häufiger wir ihn sterben können, und wenn wir Glück haben, können wir ihn in jedem Augenblick sterben. Lass in jedem Augenblick einfach alles los. Sterb einfach. Lass einfach alles fallen. Lass Körper und Geist einfach fallen. Identifizier dich nicht mehr damit. Dann ist jeder Augenblick neu. Dann wirst du in jedem Augenblick neu wiedergeboren. Dann ist jeder Augenblick wie das erste Mal in die Welt gucken. Boah. Und das kann man wirklich üben. Ne? Das ist das Gute daran. Das kann man üben. Wenn wir diese Gedankenkonstruktion loslassen können, wenn wir auch unser Hängen an den Gefühlen loslassen können, dann sind wir keine Gespenster mehr. Dann hängen wir nicht mehr wie, und dann rennen wir nicht mehr rum wie so Schattenbilder unserer eigenen Vorstellungen. Dann beginnt nach dem großen Tod gleich wieder das große Leben. Und dann können wir beide Seiten anerkennen, den Tod wie das Leben. Die gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Es gibt keine einseitigen Medaillen. Dann brauchen wir uns überhaupt nichts mehr, um überhaupt nichts mehr Gedanken zu machen. Nicht mehr um Buddha, nicht mehr um Erleuchtung, nicht mehr um Verblendung, dann können wir einfach leben. Einfach leben. Und einfach sterben. Dann ist jeder Augenblick vollkommen. Und zwar in seiner Ganzheit. Dann gehören auch unsere Leiden, dann gehört auch unsere Unzufriedenheit zu dieser Vollkommenheit. Dann können wir sie auch wertschätzen. Wir könnten das Glück gar nicht wahrnehmen. Wir könnten gar keine glücklichen Momente erleben, wenn wir nicht unzufrieden wären. Diesen Prozess der Trennung, dass wir uns getrennt fühlen. Der wiederholt sich immer wieder. Und das ist gut so, dass wir immer wieder das Gefühl haben, Scheiße, ich hab's doch noch nicht erreicht. Es ist so schwer, dieser Weg. Ich schaff das nicht. Ich dachte, ich werde mit dem Leiden vollkommen fertig. Und was ist? Es ist immer wieder so schwer. Und genau dieses Gefühl der Unzufriedenheit, dieses Gefühl der Trennung ist wichtig, damit wir nicht selbst zufrieden werden, damit wir nicht träge werden und uns in unserem Glück ausruhen und dann irgendwann sogar dieses Glück langweilig wird und wir uns mit Federn hinten im Rachen kitzeln müssen, um noch mehr Kaldaunen reinzuschlucken. Dieses Gefühl der Trennung ist wichtig, dass wir auch Anhaftung loswerden, dass wir uns wirklich immer wieder auf den Weg machen, dass wir immer wieder neu anfangen, immer wieder ganz von vorne anfangen. Ich möchte, ich weiß nicht, ob die Zeit da noch reicht, guckst du mal. Ich möchte nochmal auf die verschiedenen Phasen bei einem Sesshin zu sprechen kommen, wie wir das hier ja auch ansatzweise erlebt haben, obwohl das natürlich bei einem 7-Tage-Sesshin etwas intensiver ist. Aber diese Phasen machen wir in einem 3-Tage-Sesshin durch und in einem 20-Stunden-Sitzen, die gehören sozusagen zum Prozess dazu. Und es ist so, dass wir uns normalerweise
von unten nach oben hin entwickeln, wie ich das einigen von euch schon gesagt habe. Wir müssen anfangen, beim Sitzen uns ein festes Fundament zu erarbeiten. Das heißt, wir müssen auf dem Fußboden hier anfangen. Wir müssen mit einer korrekten Sitzhaltung beginnen, um sozusagen die Chakren von unten nach oben hin zu entwickeln. Dann fangen wir an, uns weiter nach oben hin zu entwickeln, bis wir schließlich ganz in den Kopf reinkommen. Und wenn es gut läuft, noch ein Stück drüber hinaus. Wenn wir diesen Prozess durchgemacht haben, ob er uns nun bewusst wird oder nicht, ist es sehr wichtig, dass wir wieder zurückkommen in unser Herz. Unser Herz ist das eigentliche Ziel der Übung. Unser Herz ist der Anfang und das Ende, das A und O. Und dieses Herz spüren wir, wenn wir die vier Brahma-Viharas in uns spüren. Wenn wir Güte in uns spüren, wenn wir Mitgefühl in uns spüren, wenn wir Mitfreude in uns spüren und wenn wir Gleichmut, gleichen Mut in uns spüren. Wenn wir in unserem Herzen Gefühle haben von Liebe, wenn wir überhaupt Gefühle spüren, wenn wir Freude empfinden und wenn wir mutig sind, dann sind wir in unserem Herzen. Dieses Herz ist Mu. Mu ist nichts anderes als dieses liebende Herz. Und darauf bitte ich euch, egal wie weit ihr in die oberen Chakren hineinkommt, immer wieder darauf zu achten. Das ist das einzig wirklich Wichtige. Ein offenes, gütiges Herz. Und in diesem offenen, gütigen Herzen kann man Einheit empfinden. Wenn wir in diesem Herzen sind, sind wir immer eins. Egal, wie getrennt wir von anderen sind. Zum Abschluss vielleicht nochmal Momons Gedicht, der das so ausdrückt: Der Mond über den Wolken ist immer der gleiche. Täler und Berge sind voneinander getrennt. Alle sind gesegnet. Alle sind gesegnet. Sind sie nun eins oder sind sie zwei? Okay.